So, dann starten wir mal. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungstrag, Antrag der Fraktion CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bisschen mehr Ruhe. Information und Aufklärung im Kampf gegen Masern, Drucksache 20672. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser unter Top 61 mit Top 37 zusammen aufgerufen. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag ebenfalls von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Internationale Zusammenarbeit und Transparenz für mehr Steuergerechtigkeit, Drucksache 20673. Wird die Dringlichkeit auch hier bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 62 und kann dann morgen, wenn niemand widerspricht, mit Top 26 zu dem Thema aufgerufen werden. Dann rufe ich jetzt aus Tagesordnungspunkt 37 zusammen mit dem Dringlichen Antrag Nummer 60 und dem Tagesordnungspunkt 61. Und als Erstes hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD zu Wort gemeldet. Bitte sehr, Frau Kollegin Sommer, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Impfpflicht wird kontrovers und emotional diskutiert, und dennoch ist die Debatte wichtig, da bei Masern, wenn sie ausbrechen, es bei 10 bis 20% zu Komplikationen kommt. Wenn man über die Impfpflicht redet, muss man unweigerlich sachlich und nicht emotional über Zahlen reden. Der Anteil der Kinder mit vorgelegten Impfdokumenten bei der Schuleingangsuntersuchung lag 2008 bis 2015 über 92%. Seit 2016 und 2017 liegt es unter 92%, und es wird von einem kontinuierlichen Rückgang gesprochen, insgesamt von 2,2%. So stagnieren auch die Impfraten bei den Masernimpfdosen. In Hessen liegt die Impfrate der ersten Impfdose bei 97,5%, bei der zweiten bei 93,4%, also unter der zu erreichenden Impfquote von 95%. Wenn wir dann aber berücksichtigen, dass es erst seit 2001 eine Meldepflicht für Masern gibt, dass die Daten, auf die wir zurückgreifen können, nur Querschnittsdaten sind, zeichnet sich ein ganz anderes Bild. Experten gehen nämlich davon aus, dass die Impfquoten überschätzt werden. Denn die Schuleingangsuntersuchungen zeigen, dass die Impfungen nicht in den empfohlenen Lebensjahren stattfanden. Wenn man sich die Zeitpunkte anschaut, wird deutlich, dass nur 89,2% der Kinder zum entsprechenden Zeitpunkt die erste und nur 59 die zweite und wichtige Impfdose tatsächlich erhalten haben. Hier wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken, die erste Impfung beispielsweise an die U6 anzudocken. Und warum eine Impfpflicht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die WHO gehören Impfverweigerungen oder ungenügende Impfbereitschaft trotz verfügbarer Impfstoffe zu den 10 größten Gefahren für die globale Gesundheit. Das Impfen ist aber die effizienteste und effektivste Methode, um Krankheiten zu vermeiden, ganz zu beseitigen und natürlich, um Menschenleben zu retten. 1980 hat die WHO die Ausrottung der Pocken erfolgreich erklärt. 2002 die Kinderlähmung in Europa. Wie ich gerade aufgezeigt habe, sind wir von der Ausrottung der Masern noch weit entfernt, und die Impfquoten in Hessen sinken in den letzten Jahren. Und Hessen, meine Damen und Herren, hatte zudem in 2017 nach NRW die zweithöchste Zahl an Erkrankungen von Masern. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Masern als Tröpfcheninfektion leicht und schnell übertragen werden kann. Und über 90 von 100 nicht immunen Personen erkranken nach Kontakt mit Masernerkrankten. Und wenn Masern ausbrechen, dann sind sie meist ausgedehnte Ausbrüche mit teilweise langen Infektionsketten. Masern werden so durch unzureichendes Impfen immer wieder zu einer epidemischen Bedrohung, meine Damen und Herren.
Die Zahl der weiten Masernfällen ist laut WHO in den letzten Jahren um 30% gestiegen. 14.393 Fälle wurden bis 2017, also 2016 bis 2017 registriert, und Deutschland war an dritter Stelle nach Rumänien und Italien. Im Januar und Februar dieses Jahres wurden in Deutschland bereits 132 Fälle registriert. 2018 waren es im gleichen Zeitraum nur 46 Fälle. Im Jahr 2017 verstarben weltweit 110.000 Menschen an Masern, und meistens Kinder unter 5 Jahren. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 die Masern auszurotten. Ich muss Ihnen sagen, ich habe mir den Nationalen Aktionsplan 2015 bis 2020 angeguckt. Wir haben nicht eine Maßnahme, wir haben nicht ein Ziel dieses Aktionsplans erreicht. Wir haben alle Daten verpasst. Der 31.12.2016 ist rum, 2017, 2018. Und zwar wollten wir erreichen eine positive Impfeinstellung, die Impfquote bei Kindern bis maximal 15 Monate von 95%, sowie in allen Altersgruppen das Erreichen und Aufrechterhalten einer Bevölkerungsimmunität. All das haben wir nicht erreicht, genauso wenig wie die Steigerung des Anteils laborbestätigter Masern- und Rötelfällen, ebenso wenig wie Steigerung des Ausbruchsmanagements auf kommunaler Ebene. Deutschland ist, und ich zitiere die Robert-Koch-Stiftung, in Europa Schlusslicht der Masernelimination. Das sagten Sie 2017. Die anvisierte Ausrottung von Masernviren ist nicht in Sicht. Und die Impfbereitschaft ist nicht hoch genug, meine Damen und Herren, z.B. aus Angst wegen Nebenwirkungen. Es gibt aber auch jene, die die Wirksamkeit von Impfen bezweifeln, die Alternativmedizin präferieren oder aus religiösen und weltanschaulichen Gründen Impfungen ablehnen. Unbestritten ist, dass es, wenn man impft, auch zu Nebenwirkungen kommen kann. Aber, meine Damen und Herren, kein Mittel kommt einfach so auf den Markt. Es gibt klinische Studien, lange Forschungs- und Prüfverfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Nutzen von Impfen überwiegt die Risiken. Entscheidend ist das Verhältnis zur Wirkung. Die möglichen Folgen einer Impfung sind heutzutage um ein Vielfaches weniger dramatisch als die Folgen einer Masernerkrankung. Masern ist eine hochsteckende Krankheit. Wer seine Kinder nicht impft, nimmt den Ausbruch billigend in Kauf. So kann die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt werden, gerade für diejenigen, die eben nicht geimpft werden können. Deswegen ist die Quote und auch die Herdenimmunität so wichtig. In anderen Ländern gibt es vorgeschriebene Impfungen. Eine Masernimpflicht besteht in 8 osteuropäischen EU-Staaten. Bislang haben wir keine Impfpflicht, aber ein Gesetzentwurf liegt dazu vor. Herr Klose, sehr verwundert sind wir jedoch über Ihren Schlingerkurs. Erst sind Sie komplett dagegen, jetzt würden Sie dem Gesetz folgen. Wir fordern klare Kanten. Sie sind erneut unter der aktuellen Debatte unter Druck geraten und setzen sich jetzt auf einmal für Impfpasskontrollen und bessere Aufklärung ein. Das kommt ein wenig zu spät. Ja, Sie äußerten auch verfassungsrechtliche Bedenken. Mit der Impfquote würde das Recht auf körperliche Unversehrtheit genannt. Aber was ist mit der Fürsorgepflicht, Herr Klose? Der Artikel 24 in der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet zur staatlichen Fürsorge, wenn Eltern ihre Kinder nicht vor gefährlichen Krankheiten schützen. Und Ihr Koalitionspartner, der bewegt sich an unserer Seite. Herr Schad machte dazu deutlich, dass die individuelle Freiheit dort endet, wo die Freiheit Einzelner die Gesundheit aller gefährdet. Und auch juristisch gibt es Bewertungen, dass Impfungen ein öffentliches Gut sind, aus der Verpflichtung heraus, anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen und deren Wohlergehen zu fördern. Eine solche Maßnahme ist dann angemessen, wenn Gefahren für das Leben und die Gesundheit verhindert werden können. Außerdem hat Ihre Partei
mit der ehemaligen Landtagskollegin Schulz-Esche einen Antrag kürzlich in den Bundestag eingebracht, der das gleiche Ansinnen hat wie unser Antrag, bezogen auf Impfschutz als Voraussetzung des Kita-Besuches sowie für Beschäftigte in Kita, Schulen, Gesundheit und Pflegeeinrichtungen, also da, wo man im Kontakt ist mit vielen, vor allen Dingen vulnerablen Personen. Wir sind für weitere Impfkampagnen, aber ich möchte Sie bitten, sich selbst zu fragen, ob Sie glauben, dass alleinig Informations- und Aufklärungskampagnen für die freiwillige Impfung bei Impfgegnern auf fruchtbaren Boden fallen, selbst wenn es eine systematische Erhebung sowie systematische Reviews gäbe. Damit, das reicht auf keinen Fall, Herr Klose. Bei den Pocken wurde die Impfpflicht ausgerufen und 76 wieder erlassen, weil die Pocken ausgerottet werden konnten. Das können wir auch bei den Masern erreichen. Deswegen befürworten wir die Impfpflicht. Für uns reicht auch nicht nur die Prüfung wie beim FDP-Antrag. Wir hatten lange genug Zeit zu prüfen. Wir fordern jetzt endlich zu handeln. Wer seine Kinder nicht impft, setzt sie dem Infektionsrisiko einer Krankheit mit möglichen tödlichen Verlauf aus und macht seine Kinder zusätzlich zu Multiplikatoren, zur Infektionsquelle und damit zur Gefahr für andere. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Masern und andere Krankheiten eliminiert werden. Lassen Sie uns Gesundheitsschutz aller in den Fokus rücken und damit Menschenleben retten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Das war eine Punktlandung. Als nächstes hat der Abgeordnete Pürsün von den Freien Demokraten das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Masern sind eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit und können zu schweren Komplikationen bis zum Tod führen. Der Schutz vor solchen Infektionskrankheiten ist eine sehr wichtige gesundheitspolitische und gesellschaftliche Aufgabe. Es ist evident, dass Impfungen die einzige Möglichkeit darstellen, lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten zu begegnen. Diese Krankheiten vollständig auszurotten, muss unser aller Ziel sein. Es ist das erklärte Ziel der Freien Demokraten. Dank des Erfolges hoher Impfquoten sind lebensbedrohliche Infektionskrankheiten aus dem Bewusstsein vieler Menschen verdrängt worden. Und es ist eine überraschende Fahrlässigkeit beim Impfschutz eingetreten. Sie bedroht heute Kinder wie Erwachsene. Ursprünglich sollten Masern schon 2010 ausgerottet sein. Leider müssen wir festhalten, dass auch die Bundesländer und Kommunen in den letzten Jahren relativ wenig getan haben, um gegenzusteuern. Schaut man z.B., was im Rahmen der europäischen Impfwochen passiert, findet man nur Pressemeldungen der Minister, die verkünden, auf welch gutem Weg man sei. Wäre das so, wären Masern schon längst ausgerottet. Die Kommunen hingegen haben zumindest partiell einen guten Überblick über die aktuellen Impfquoten, und trotzdem ist mit diesen Daten nichts gemacht worden. Die Anzahl der Masernfälle und Ausbrüche hat sich jüngst europaweit und auch in Hessen deutlich erhöht. Wir haben uns intensiv mit der Gefahr beschäftigt und als erste Fraktion eine Anfrage, gestern einen Antrag gestellt. Es folgte die SPD mit einem Antrag, danach mit einer Anfrage. Heute Grüne und CDU mit einem Antrag. Damit haben wir Freien Demokraten das Rad ins Rollen gebracht und sind sehr froh darüber. Es ist so, von CDU und Grünen hat man nichts gehört, vom Minister nur ein Schlingerkurs, und erst die FDP hat es auf den Weg gebracht, dass wir, genau. Also wenn das der Generalsekretär der hessischen CDU sagt, dann muss das stimmen. Ohne die FDP.
Nee, für die CDU vielleicht. Für die CDU, genau. Für die CDU ist eine Scheibe, ja. Nee, wollen die ja nicht. Die CDU will ja nicht zum Thema sprechen. Wir plädieren dringend dafür, schnell zu reagieren und gezielt durch Aufklärungs- und Erinnerungskampagnen die Impfquoten zu erhöhen. Dafür muss aber auch der Zugang zu Impfungen einfacher werden. Auch die Landespolitik, also wir alle, sollten mit gutem Beispiel vorangehen und an öffentlichen Impfaktionen teilnehmen. Das Engagement zur Erhöhung der Impfquote und die damit zusammenhängenden Maßnahmen sollten sich jedoch nicht nur auf Hessen beschränken. Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission dort in bundesweite effektive Maßnahmen gegossen werden. Denn es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen kann, bevor man zum Schwert einer generellen Impfpflicht greift, und das auch in Richtung SPD, die ohnehin nicht heute auf morgen eingeführt werden können und zuvor sehr sorgfältig rechtlich zu prüfen wären. Wir Freie Demokraten wollen darüber hinaus eine ganze Reihe von Fragen, die uns am vorliegenden Dringlichen Antrag formuliert wurden, beantwortet haben. Wie können wir rechtssicher unsere Kinder in den Kitas und Schulen vor dieser lebensbedrohlichen Krankheit schnell und effektiv schützen? Welche Erfahrungen und welche Maßnahmen gibt bzw. gab es denn schon in den Kommunen, wenn Krankheiten früher ausbrachen und Impfnachweise fehlten? Welche Maßnahmen gibt es auf kommunaler Ebene? Was gibt es an weiteren rechtlichen Möglichkeiten, abgesehen von einer Beschränkung des Zugangs zu Kitas, um Infektionskrankheiten zu begegnen? Wie will die Landesregierung mit Personen umgehen, deren Impfausweis nicht oder nicht mehr vorhanden ist? Wie will sie mit Personen umgehen, die bereits immun sind, weil sie die Masern durchgemacht haben? Welche digitalen Alternativen könnte es zum herkömmlichen Impfausweis geben? Welche digitalen Optionen könnten eingeführt werden, um die Bevölkerung an fällige Impfungen zu erinnern? Und auch hier wieder der Dienst für die CDU. Die Frau Digitalisierungsministerin agiert ja immer erst dann, wenn die FDP einen Hinweis gibt. Auch hier der Hinweis. Das wären zwei Punkte, wo auch die Digitalisierungsministerin sich hier einbringen könnte und vielleicht da auch den Sozialminister dazu bewegen kann, endlich einmal etwas zu tun. Das alles muss geklärt und uns von der Landesregierung berichtet werden. Vor allem aber sollte geklärt werden, wie eine nachhaltige Strategie aussehen kann. Eine Strategie, welche die kommunale Ebene mit einbezieht und klare Zuständigkeiten formuliert. Eine Strategie, die zusätzliche Aufgaben formuliert und auch finanziell unterlegt, damit die Kommunen nicht mit weiteren zusätzlichen Aufgaben finanziell belastet werden. Alle nur denkbaren Maßnahmen funktionieren nicht ohne die Kommunen. Es geht letztendlich nur mit den Kommunen gemeinsam. Wer die Kommunen alleine lässt, löst kein Problem, sondern schafft nur neue. Das ist z.B. ein Aspekt, den die SPD total ausblendet. Und es ist natürlich schon interessant, dass es da auch eine Rückmeldung gibt, auch von sozialdemokratisch geführten Kommunen, die das alles nicht so einfach einschätzen, wie hier die SPD es vorgetragen hat. Wir wollen eine schnellstmögliche Erhöhung der Impfquote auf 95%, damit der Herdenschutz wieder gewährleistet ist. Sie ist die Voraussetzung, um Masern auszurotten, was unser erklärtes Ziel ist. Wir wollen aber auch zunächst allen denkbaren Maßnahmen, die dies leisten können, eine Chance geben. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, schnell und umfassend zu reagieren, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Herr Staatsminister Klose, Sie sind gefordert. Legen Sie los. Wir brauchen und erwarten rasche Erfolge, und wir schauen sehr genau hin, was Sie machen. Als Ultima Ratio, falls das nötige Maßnahmenpaket innerhalb einer gesetzten Frist nicht die erwartete Wirkung zeigen sollte, befürworten auch wir eine Impfpflicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pürsün. Als nächstes hat sich der Abg. Dr. Bartel von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Impfen war in den letzten Jahren mehrmals Thema von Landtagsdebatten. 2009/10 beschäftigten wir uns mit der Influenza A H1N1, auch als Schweinegrippe in Erinnerung.
Wir diskutierten über ausreichende Mengen von Impfstoff und wie Kosten für nicht benötigten Impfstoff gering gehalten werden. Wir setzten uns für Impfung für junge Mädchen gegen das humane Papillomvirus ein. Das ist der Auslöser des Gebärmutterhalskrebses. Insbesondere wollten wir, dass die Betroffenen nicht in finanzielle Vorleistung treten. Heute wird zu Recht gefordert, dass auch die Jungen geimpft werden. In 2015/16 haben wir für einen Impfschutz für Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen gesorgt. Wir konnten einen besseren Impfschutz der Flüchtlinge im Vergleich zur ansässigen Bevölkerung erreichen. Immer war das gemeinsame Ziel, dass mehr Menschen geimpft werden. Die früheren Gesundheitsminister Banzer und Grüttner waren hier außerordentlich erfolgreich. Heute besteht ein dringender Handlungsbedarf, den Impfschutz gegen das Masernvirus zu verbessern. Der Impfschutz von 95% ist weder in Westeuropa noch in Deutschland noch in Hessen gegeben. Es ist notwendig, um die Masern zu eliminieren. Dies ist auf eine allgemeine Impfmüdigkeit zurückzuführen. Nach Angaben der WHO stiegen die Masernfälle schon in 2017 um 30% weltweit, im Jahr 2018 um 100%. Im ersten Quartal 2019 gab es weltweit 300% mehr als im ersten Quartal des Vorjahres. In Europa stieg die Zahl von 16 auf 17, von 5.000 auf 24.000. Auch in Deutschland treten häufig Masern mit Todesfolge ein. Masern ist keineswegs eine banale Erkrankung. Bei 10% der Erkrankten treten Komplikationen auf. Wegen der Schwächung des Immunsystems sind die häufigsten Komplikationen sekundäre bakterielle Infektionen, wie etwa Mittelohrentzündung oder Lungenentzündung. Selten treten lebensgefährliche Erkrankungen durch das Masernvirus selbst auf. In 0,1% der Fälle kommt es zur gefährlichen Hirnhautentzündung. Der gefährlichste Verlauf ist die Zerstörung des gesamten Hirngewebes, die meist zum Tode führt. Betroffen sind meist Säuglinge, die noch gar nicht geimpft worden sein können. Die Bundesregierung erarbeitete einen Gesetzentwurf, um Masernimpfungen in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder verpflichtend zu machen. Ein Referentenentwurf liegt vor. Drei Fakten veranlassten dies. Das seit 1984 angestrebte Ziel der EU, Masern zu eliminieren, wurde eben nicht erreicht. Die WHO stufte Deutschland 2017 wieder als Land mit epidemischer Masernverbreitung ein. Die Aufklärung haben die Impfraten letzter Zeit nicht erhöht. Die Ärzteschaft hat sich zustimmend geäußert. Entsprechende Stellungnahmen von Ärztekammer und Fachverbänden für Kinder- und Jugendmedizin liegen vor. In einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer vom 10.05. dieses Jahres äußerten sich 84% für eine Impfpflicht, 15% waren dagegen. Die Unterschiede zwischen den Parteilagern waren eher gering. Es ist das Ziel, die Kinder zu schützen, die noch nicht geimpft sind oder die nicht geimpft werden können, weil sie beispielsweise einen schweren Immundefekt haben. Bei 5% der Geimpften werden keine Antikörper gebildet. Sie sind bis zur Durchführung der zweiten Impfung schutzlos. Da mehr als 90% der Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken, hat der Staat Verantwortung zu übernehmen. Deshalb teilt die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag dem Grunde nach das Vorhaben, eine entsprechende Impfpflicht für Masern einzuführen. Wir befinden uns derzeit im Stadium des Referentenentwurfs. Wir sind sicher, dass die Bundesregierung insbesondere zwei Punkte klären wird, und das ist notwendig, und das ist auch gemeinsames Anliegen der Regierungsfraktionen. Im Referentenentwurf ist der Erfüllungsaufwand für die Kommunen beschrieben. Die kommunalen Kindertagesstätten und die Gesundheitsämter bekommen zusätzliche Aufgaben. Sie müssen den Impfstatus der Kinder
und des Personals überprüfen und gegebenenfalls Sanktionen einleiten. Daher muss mit der kommunalen Familie gesprochen werden. Die kommunalen Spitzenverbände in Hessen haben dies bereits zu Recht angemahnt. Meine Damen und Herren, hohe Rechtsgüter mit Verfassungsrang müssen gegeneinander abgewogen werden. Es sind die körperliche Unversehrtheit, Schutz der Bevölkerung vor Epidemien von schweren Erkrankungen, staatliche Verantwortung für das Kindeswohl und das Elternrecht. Und das ist ein schwieriger Prozess. Ich möchte mich jetzt nicht auf das Glatteis von juristischen Diskussionen begeben, aber möchte zwei Punkte vortragen, die dafür sprechen, dass die Eckpunkte des Entwurfs dem standhalten werden. Von 1949 bis 80 gab es bereits eine Impfpflicht gegen Pocken. Sie wurde auch vom Verfassungsgericht bewertet, positiv bewertet. Sie wurde aufgehoben, weil die WHO die Pocken als ausgerottet erklärte. Im Infektionsschutzgesetz steht in § 20 Absatz 6 sinngemäß: Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfung teilzunehmen haben, sofern der klinische Verlauf schwerwiegend ist und die Verbreitung epidemisch. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit kann insofern eingeschränkt werden. Bei Kindern ist insofern der Elternwille da nachrangig. In der EU gibt es eine Impfpflicht. In Frankreich, Italien, Polen, Kroatien, Bulgarien, Tschechien, Lettland, der Slowakei, Ungarn und Slowenien. Die Einführung der Impfpflicht in Frankreich zum 01.01.18 führte innerhalb eines halben Jahres zu einer Erhöhung der Impfrate von 5%. Wenn wir das erreichen würden, würden wir die 95% überschreiten. Meine Damen und Herren, es ist das gemeinsame Anliegen der Regierungsfraktionen. Wir wollen die Kinder schützen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder der Impfschutz noch nicht wirkt. Zweitens. Wir wollen unseren Beitrag leisten, das Ziel der WHO, Masern zu eliminieren, umzusetzen. Und drittens, und das ist auch wichtig, nicht nur auch, das ist wesentlich, wir wollen, dass die Einführung der Impfpflicht von Besuchern von Kindertagesstätten rechtssicher ist und dass die Umsetzung gemeinsam mit der kommunalen Familie erfolgen kann. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Als Nächstes hat der Abg. Bocklet der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich schließe mich dem Kollegen Dr. Bartelt an. Der Kollege Dr. Bartelt hat ausgeführt, dass die Regierungsfraktionen sich in dem Punkt einig sind, dass Impfungen wichtig sind. Es schützt die Gesundheit eines jeden selbst. Es schützt andere, weil man nicht zum Überträger von geimpften Krankheiten wird. Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen werden nur in den seltenen Fällen beobachtet. Das Robert-Koch-Institut erfasst alle Meldungen dazu, und im Falle von Masern sind die Zahlen beruhigend gering. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von uns aus geht das Signal an alle Bürgerinnen und Bürger und Familien: Lassen Sie sich bitte impfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unmittelbares Ziel der Impfung ist es, Geimpfte vor einer ansteckenden Krankheit zu schützen. Bei Erreichen hoher Impfquoten ist es möglich, auch Personen zu schützen, die selbst nicht geimpft werden können. Ich nenne hier Kleinkinder, Immunschwache oder alte Menschen. Ich möchte aber noch etwas sagen und das Aufgreifen von Frau Dr. Sommer, die Situation bei Masern.
In Jahren 2013 bis 2016 stieg die Zahl der Fälle in Hessen von 16 auf 51 im Jahre 2016 an. Im Jahre 2017 blieben die Fälle auf gleichem Niveau, fielen 2018 aber auf 26 Fälle wieder zurück. Im Jahre 2019 ist wieder von einer Tendenz her ein Anstieg zu befürchten auf das Niveau der Jahre 2016. Auch bei den Masern und Rödeln Inzidenz ist der Einfall pro 100.000 Einwohner in Hessen mit 3 Fällen pro 1 Million Einwohner im laufenden Jahr dieses Jahr bereits überschritten. Wir sehen also einen Bedarf, dass hier gehandelt wird. Wenngleich im bundesweiten Vergleich in Hessen bei den Impfquoten, Hessen bei den Impfquoten im oberen guten Drittel liegen, ist die Situation bei Masern nicht befriedigend. Während die Erstimpfung von einer Quote, es wurde schon gesagt, von 97% erreicht wird, wird die Zweitimpfung von nur 94% durchgeführt. Bei 95% geht die WHO von dem sogenannten Herdenschutz aus und davon, dass die Krankheit ausgerottet werden kann. Deshalb unterstützen wir Grüne nachträglich es, dass zu dem Ziel des Erreichens der Ausrottung, dass die Impfquoten auf die Höhe von 95% dringlich erreicht werden. Wir wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, darum, dass diese Diskussion sehr intensiv geführt wird über die Frage von Impfpflicht. Wir wissen darum, dass eine gesetzliche Impfpflicht einen Eingriff in die grundgesetzliche geschützte körperliche Unversehrtheit bedeutet. Und lassen Sie mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, und auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, haben dazu Denkanstöße geliefert. Sie selbst haben gesagt, ich darf zitieren, auf den ersten Blick ist die logische Reaktion auf ungenügende Impfquoten eine Impfpflicht. Auf den zweiten Blick ist sie es aber nicht. Im Gegenteil, möglicherweise kontraproduktiv, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, ist nachdenklich über die Frage, was wir mit einer Impfpflicht erreichen. Wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, können uns vorstellen, dass die Impfpflicht ein richtiger Schritt ist, dann, wenn er in dem Gesetzentwurf auch so ausgefüllt ist, dass er die richtigen Zielgruppen erfasst, dass er bei der Kontrolle auch tatsächlich umsetzbar ist und dass die Bundesländer auch dementsprechend finanziell ausgestattet sind, um das Gesetz umzusetzen. Da warten wir darauf ab. Das bleibt abzuwarten. Wir stehen dem aber konstruktiv und begleitend zur Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen aber auch, dass viele Menschen eine solche Impfpflicht kritisch sehen. Lassen Sie mich deshalb aus gesundheitspolitischer Sicht an diese Gruppe noch einmal einen Appell richten. Wir müssen als Gesellschaft diejenigen schützen, die sich nicht, noch nicht oder nicht mehr selbst schützen können. Säuglinge, Menschen mit angeborenen Immunschwächen oder solchen, die durch Therapien ein geschwächtes Immunsystem haben, schwerwiegend Erkrankte, sie können schwerste bleibende Schäden von einer Masernerkrankung davontragen bis hin zu einem tödlichen Verlauf. Diese Zielgruppe ist auf die Solidarität der Gemeinschaft angewiesen. Wir finden, wir sind verpflichtet, diese Gruppe zu schützen. Wir haben eine Pflicht zur Solidarität mit ihnen, und dazu gehört dann auch das Impfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir machen aber auch keinen Hehl daraus, dass wir aus unserer Sicht die Impfpflicht allein dem Ziel, dass wir die 95% erreichen, nicht genügend werden können. Wir brauchen deshalb konsequent und verstärkt den Weg der Aufklärung und der Beratung sowie die Kooperation mit den Ärzten. Die Impflücken werden in der Bevölkerung ab dem 6. Lebensjahr größer. Verantwortlich ist dafür eher das zu geringe Bewusstsein für die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen oder für die in höheren Lebensaltern zuzuführenden Impfungen und ein nicht existierendes Erinnerungssystem. Die Hessische Landesregierung hat deshalb eine Landesarbeitsgemeinschaft Impfen einberufen. Sie setzt sich für die Erreichung dieser Ziele ein. Die Hessische Landesarbeitsgemeinschaft berät den hessischen Minister in allen impfrelevanten Fragen. Vorhandene Daten zur Wirksamkeit von Impfungen, zu Durchimpfungsquoten, zu regionalen Schwerpunkten sowie zu besonderen Zielgruppen und vulnerablen Gruppen sollen analysiert und daraus Handlungsoptionen hergeleitet werden. Die Arbeitsgemeinschaft gibt also dann Empfehlungen für Tätigkeitsschwerpunkte, Zielgruppen und Kampagnen. Wir finden, dass die Landesregierung jetzt das Ganze noch integriert in die integrierte Landesimpfstrategie. Und diese wird eine Basis sein für einen effektiven, nachhaltigen Ansatz zur Erhöhung der Impfraten durch die Implementierung einer intensiven, kompetenten, wiederkehrenden Beratung in allen Lebensphasen. Wir glauben, dass damit ein richtiger Weg, wichtiger Weg beschritten wird, um die Impfquoten zu erreichen. Lassen Sie mich zusammenfassen, dass
Der vorgelegte Gesetzentwurf kann ein richtiger Schritt sein in die richtige Richtung zur Impfpflicht. Ob er die Probleme der Impflücken löst, ob er alle Zielgruppen erfasst, ob er die zuständigen Behörden befähigt, dieses Gesetz umzusetzen, bleibt abzuwarten. Wir begleiten diesen Prozess konstruktiv und mit Spannung. In jedem Fall wollen wir in Hessen weitere Maßnahmen einleiten. Nicht, wir wollen nicht, nein, wir müssen weiter überzeugen, werben, informieren, wenn wir nicht durch die Pflicht nur allein durch die Impfpflicht eine Gegnerschaft erhöhen wollen, dann müssen wir alle Mittel der Überzeugung ausschöpfen. Diesen Weg hat der Gesundheitsminister Kai Klose angekündigt. Wir begrüßen dies und unterstützen die Landesregierung dabei. Wir hoffen dabei auf breite Unterstützung. Wir glauben, dass ein kleinkariertes parteipolitisches Gezänk hier wenig hilft, meine sehr geehrten Damen und Herren.